Was heißt es? I-N-U. Shamaim. Shin Shamaim. Himmel. Dann hast Kadosh heilig. Mhm. Okay. Kadosh ist heilig, ja. Da unten hast du es in Englisch stehen, müssen wir jetzt übersetzen können. Our Father who art in, unser Vater im Himmel, weiter, Halloween. Geheiligt sei dein Name. Ja. Und jetzt passt du mal genau auf, wenn du jetzt mitmacht, das ist jetzt original, wenn jetzt müsst normalerweise laufen. Lest da mal mit, ich lasse euch das jetzt vorlesen. Ja, genau, machen wir. Avinu shebashamayim yitkedeshimcha. Das ist, merkst du, wie das entheiligt wird? Ich wenn jetzt normal würde ich sagen, okay, jetzt genau nochmal mitfangen, dann kannst du es machen. Du musst ein paar Mal machen, damit du es mitkriegst. Ja. Avinu shebashamayim yitkedeshimcha. Shimcha. Abinim. Ja. Avinu shebashamayim yitkedeshimcha. Shimcha. Shemka, dein Name, Shemka. Und ich würde jetzt dir, wenn ich dir das vorsage, sage ich einfach Sham, Kaf. Kaf am Ende ist dein Name. Avinu shebashamayim yitkedeshimcha. Ist ja heilig? Kadosh? Kadosh, ja. Vorsilbe, okay, geheiligt werde dein Name. Da kannst du jetzt viele noch mit reingehen. Und das ist jetzt, das ist ein Heiligen, wenn du das anschaust. Erst dann kriegst du den Komplex, dann wird es nämlich interessant, dass also hier wieder Einteilungen machst. Schau, hey, jetzt wollte ich schon wieder markieren. Bi heißt der Schöpfer in mir. Ja. Mhm. Ist die Existenz, die sich aufspannt. Mhm. Ja. Der Schöpfer in mir. Schab heißt, dass du mal zurückkommen, zurückholen, heimkehren. Mhm. Schab, Shimbedi, Radik, Shinwafbi. Wird auch manchmal sitzen, wohnen übersetzt, ist aber der Rückhörer. Das heißt hier, Shamaim, Schab, wenn ich sage jetzt, ich könnte auch sagen, die Logik im Himmel. Mhm. Aber Schab für sich alleine heißt, ich hole den Himmel in mich zurück. Okay, Schab, wenn ich das jetzt immer zurückholen, können wir jetzt machen, ich hole den Himmel in mich zurück, in den Himmel in mir. Der Himmel in mir, gibt es ja auch so einen schönen Film, so wie das Meer in mir. Wobei das Shamaim ist ja auch immer wieder dieses hier Wort, Scham, Scham, zwei und dort. Zwei, das dort, dort, wo ich sage. Dort, dort habe ich wieder die Ort, zwei geöffnete Orte. Jetzt ist Or, ist ja 70-200 gelesen, heißt zwei erweckte Spiegelungen. Merkst du, wie das, du weißt immer mehr und egal wie du spielst, du merkst bloß, dass dein Geist beweglicher wird. Das ist wie wenn ich die Tasse, du siehst in einem Wort plötzlich so viele Perspektiven, die aber immer dieselbe Tasse, immer denselben Kontext ergeben. Das ist das, was ich sage. Und wenn du lichtgeschwind denkst, sind immer alles gleichzeitig da. Was du im Kleinen schon nachvollziehen kannst, wenn ich jetzt sage, hier, du Mama, der sagt immer, was der spricht vom Wetter, was ist ein Wetter? Was ist denn alles Wetter? Jetzt fangen wir mal an, mir zu erzählen, und zwar, ich will alles wissen. Jetzt merkst du, dass das einfache Ja unendlich viel Wissen beinhaltet. Ja. Und Schluss. Was ich jetzt gleich mache, wenn ich am Leben zerstehe. Ich verspreche, ich muss mir das alles ganz allein ausdenken. Von mir war keiner. Von mir war keiner. Nee, also ich habe das Mitleid oder was? Das ist so unglaublich. Dein Film plötzlich so. Also das kann man im Worte gar nicht sagen. Nein, es ist, ich sage dir gleich, jeder, der es begreift, sagt, es gibt ein einziges Wort, das das beschreibt. Göttlich. Egal, was sich einer unter Gott vorstellt, das genau das ist es. Das ist das, was man irgendwann nochmal zu verstehen anfängt. Das ist für mich so tief. Das erschüttert einen, das erschlägt dich und es macht so komplett angstfrei, wenn man es wirklich verstanden hat. Das ist der Beginn dann wirklich Vertrauen. Und das soll immer wieder, wo ich sage, in Kuwaitis, wenn hier der Peter Ustinov den Lehrer spielt, in der Arena, und dann kommen die rein und er sagt, wieso singen die? Die müssen doch Angst haben, die müssen doch Angst haben. Nein, die haben Glauben. Es ist jetzt ein Punkt und erinnert euch auch immer, ich wiederhole es nochmal, hier, ich will euch beweisen, dass der UB nicht recht hat, weil er sagt, es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Das ist die Sache. Ich sage mal, was für einen Glauben sprichst du? Von deinem für Wahrheiten, von deiner Logik. Übrigens, Glauben, ich glaube, wie gesagt, hast auch, ich hoffe, wenn einer sagt, wenn ich gründe, ich glaube, dass morgen schön wird, heißt auch, ich hoffe, dass es morgen schön wird, dass es so ist. Glauben heißt, der richtige Glaube heißt das felsenfeste Vertrauen auf etwas, was deine Logik nicht fassen kann. Weil es eben größer ist wie jede menschliche Logik. Und dass ich weiß, ich glaube, rot geschrieben heißt, ich weiß, dass jeder Moment, der in mir auftaucht, der beste ist, den es gibt, sonst wird Gott in mir nicht denken lassen. Egal, ob ich gekreuzigt man soll, oder wenn man Sohn schlachten soll, auch wenn mir die Haare zu Berge stehen. Das ist der Satz unter meinem Zeichen.
wenn um mich herum die Welt in Fetzen geht, wenn ich glaube, bei mir nichts passiert. Das ist so. Und das darfst du jetzt entscheiden, ob du glauben willst oder nicht. Das heißt, du musst, dieser Glaube geht über jedes intellektuelle Geschwätz, über dein eigenes, das dir permanent, du kannst doch nicht, du darfst doch nicht, du musst doch nicht. Und da ist auch nichts mehr, du willst ja nichts mehr am Leben halten. Ich sage immer mit dem Körper. Das ist immer wieder die beste Medizin, wenn ich euch die Paracelsus-Schrift im Original zeige, die auch rein ist. Alles ist Holofeeling, wenn man es lesen kann. Das ist immer wieder, ich schicke euch Krankheiten, um euch zu testen, ob ihr mir vertraut. Und die haben die zu den Herrn Doktor in den Universitäten laufen. Ob die denen vertrauen oder mir. Und die, die jetzt wirklich, und ich betone immer wieder, ich werde als Udo nie zu einem Song gehen, nicht zum Arzt. Und wenn das, je nachdem, es hängt davon ab, mir ist vorige Woche beim Essen ist mal so eine uralte kleine Krone von ihr ausgebrochen. Das ist jetzt immer, ich habe keine Schmerzen gehabt, aber das war wie eine Rasierklinge, weil ich bei der Bundeswehr schon kriegte, dann gehe ich da, dann, na, du gehst, pupelt's laut, dann gehe ich halt zum Zahnarzt und lasse mich, wollen natürlich gleich machen, soll ich nichts, nur reparieren. Genau. Dann ist die, wollen sie hier spritzen, so, ja, sind sie denn verrückt, ich bin ein Masochist, ich freue mich schon die ganze Zeit, dass ich nicht weiß. Wollen Sie mir den Spaß nehmen? Und nein, das ist, ich sage, wenn es zu laut wird, dann ist schon, und das ist immer ein Klacks, je nachdem, wobei dann immer wieder merkst, diesen riesen Wahnsinn, wenn ich jetzt auch immer wieder, wenn ich jetzt denke, weil meine Frau früher mal gesagt hat, jetzt ironisch, wenn ich mir für die jetzt rein raumzeitlich als Udo, unabhängig von den ganzen Schriften, von dem Zeug, aber nur, was ihr ja nur in Ansätzen ahnen könnt, von diesen tausend und abertausenden Stunden, wo ich jetzt mir nur einen Bruchteil von einem Psychologen für Lebensberatung, mir wären stinkereich, sagt meine Frau immer wieder, wenn du nur einen Bruchteil verlangen würdest. Mhm. Weißt du, wenn ich mich jetzt hinsetze, dann gehe ich zum Zahnarzt und es war wirklich ein Akt, das hat keine 5 Minuten gedauert. Mhm. Ich habe die Rechnung noch, ich garantiere es mit Sicherheit an die 200 Euro. Mhm. Weil die beim Mund aufmachen, hast du schon 150 Euro. Ja, auch von was leben. Sie hat zum Beispiel meine Frau mit ihrem Jacket, mit ihrem Implantate, wo sie gekriegt hat, der nur die Implantate gesetzt hat, weil ich dann irgendwann nochmal sage, ich rede jetzt nicht vom Material, das ist kein Witz und das ist jetzt nicht ein Chemiearzt oder was, das ist ja ganz normal. Die hat 2 Implantate gesetzt, sie war genau, sie hat auf die Uhr geschaut, 40 Minuten auf den Stuhl gelegen. Die Rechnung war 1.800 Euro. Oh. Jetzt wohlgemerkt, es ist nicht die Implantate oder was, es ist nur das, was er gemacht hat. Das ist dann versteckt, dann kriegst du eine Rechnung und das ist ja dann so, dann kommt ja immer diese Scheinheiligkeit, wenn sie anrufen, wie geht es ihrer Frau und so, ist ihre Frau da? Das ist nein, das ist ein kurzer Anruf und der schreibt nochmal 28, 30 Euro ein Beratungsgespräch drauf. Oh, so schnell wie 5 Minuten. Ja, ja. Das ist nur alle. Und das, du wirst nahezu keinen mehr finden in deiner Traumwelt, ja nicht. Wenn du drin bist, dann wird das ausgenutzt. Oh, meine Welt ist schon nutzt, das fertig. Es gibt immer wieder, bei mir taucht zum Beispiel auch einer auf hier, Urlaub, auch ein Holofeeling lese, auch hier um die Ecke. Das hätte man mitmachen, der Ottmar. Und das wusste ich auch nicht. Der kommt einfach an Ottmar in Urlaub und der liest und hat sich da mal Zeit, aber komm mal so, wenn es schon da ist. Und der war dann dermaßen, weil er extra nach Weidenelling in ein Ferienhaus genommen hat, ich weiß nicht wo, weil er eine Woche Urlaub gemacht hat und dann wollte er halt einmal, das merkst du, er war schon mal da, weil der bei euch merkt, studiert Holofeeling. Und ich war gerade so, ich sagte, jetzt momentan ist mir was, du kannst morgen auch wieder kommen, weil ihr sagt, wie lange bist du da die ganze Woche? Und dann war das erste Mal Dienstag auftaucht und am Samstag waren wir noch beim Hubi beim Grillen. Und dann sag ich, kann er auch noch mit? Und dann spazieren gegangen, sag ich, du kannst gerne auftauchen und dann kannst du nach 3 Tagen, sagt er, ist Zahnarzt. Das ist ja immer da, wo du merkst, ganz auch ein demütiger vom Ding und dann beim Hubi und der wieder in vorne ist, er sagt, Udo, das war jetzt die Woche mit dir, war das größte Erlebnis, wo ich jemanden leben habe, bloß dir zuzuhören, ein bisschen lang. Wo ich jetzt dann halt immer selber mache, wenn man rumläuft oder was, den Scheiß mit 1000 Mal erzählen will. Aber wie gesagt, das ist nicht, du brauchst den Udo nicht dazu. Wenn du neugierig wirst, wie oft kommt dir was, das ist rein und es ist nicht Intellekt. Und jetzt haben wir wieder einen Widerspruch. Du hast einmal das, ich hämmer euch zu, das ist ja so Kinderkack. Weil dasselbe ist, wir können jetzt auch Astrologie oder I-Ging oder Physik machen. Oder was merken, Physik wollte ich ja, wenn man jetzt Internet gehabt hätte, ich euch andere Sachen zeigt hier, dass ich mal nur physikalische Formen anschaue, wo du zuerst sagst, hier, das ist ja ganz primitiv. Und wir setzen es ein und ich erkläre dir in 10 Minuten die Wellengleichung der Physik und dann weißt du Sachen über diese Formel, Form Gottes.
wo kein Physiker, der hier in Diplomphysik ist, irgendeinen Hauch vernommen hat, weil er zwar dieselbe Formel sieht, aber bei denselben Dingen sich was ausdenkt, so wie die Sterne bewegen sich, glauben, wo er noch nie gesehen hat. Er verwirklicht was, nämlich seinen Glauben in sich, das gar nicht sein Glaube ist. Du kannst auch nicht behaupten, das ist mein Glaube, dass Jesus gekreuzigt wird. Das ist das erste Mal, wenn du das nachklapperst, der Glaube derer, den du nachklapperst. Und dann sage ich immer und immer wieder, du bist immer ein bildliches Abziehbildchen von dem, den du nachblätterst. Ja, das ist so. Es ist ganz, die reden wir von Fakten. Ja, ist so. Und das ist es hier. Und das, wenn du dann nochmal die erste Sache hast, die ganzen fanatischen Christen, jemand, der hier sagt, ich glaube an Gott, in irgendeiner Gemeinschaft, hat keine Überlebenschance. Pass auf, nur die, die nach Gott suchen, ist die Suche nach dir selbst. Mein Samenfädchen Beispiel, wo ich sage, Menschen sind menschliche, göttliche Samenfädchen. Und so wie das Samenfädchen nach dem Ei suchen muss, muss der Mensch nach sich selbst suchen, in sich. Dieses Nichts, den Schöpfer Gott ist Ei, El, Nichts. In diesem Punkt musst du suchen, in dir. Und jemand, der jetzt in dir auftaucht, ist eh bloß ein Gedankenwelle, aber wenn wir jetzt den zusprechen, ihr könnt auch ein Geistesfunk sein, jeder, der in einer Sektengemeinschaft, in einer Glaubensgemeinschaft ist, er glaubt mit einer riesen Arroganz seiner Lehrer, dass er wüsste, was Gott ist. Obwohl ich doch ganz klar sage, mach dir kein Bild von Gott. Also darf ich auch mir nicht vorstellen, gibt es jetzt Gott oder gibt es Gott nicht? Das sind so Fragen, die stellen sich nicht mehr, Helga. Wenn du weißt, was ich dir erkläre, Gott ist nichts. Aber was bist du, Geist, der du mir jetzt zuhörst? Und sagt nicht dieses Nichts zum anderen Nichts, ich bin du. Das macht plötzlich einen unheimlichen Sinn, wenn du zu verstehen anfängst. Und zum tausendsten Mal, es ist erstmalig, dass dich keiner verzwingt, irgendwas zu glauben, was du nicht selbst dein Kind hier überprüfen kann. Weil nichts kannst du eh nicht überprüfen. Bewusstsein kannst du nur sein. Und das Bewusstsein, das wahrnimmt, ist was anderes, wie du wahrnimmst. Und selbst wenn ich an Adam denke, die zwei Denker und ausgedacht, das ist auch der Denker ausgedacht, wo mir jetzt aber bewusst wird, ein Denker ist ein sehr abstraktes Symbol für etwas, was ich selber bin. Und jetzt ist der Adam, ist ja im Ebenbild Gottes geschaffen, da steht jetzt erst einmal, im Ebenbild steht B-Zellen. Interessant. Haben wir jetzt ausgeschaltet, dann schauen wir nochmal ein. B-Zellen. Und du schaust jetzt Zellen, ZL. M heißt in dem Wörterbuch Lebenbild, aber du merkst schon, das ist der Schatten des Meeres. Ja. Aber im Ebenbild hast du dann B-Zellem und jetzt machen wir den Trick, wir machen mal das B nicht als Vorsilbe, dann beginnt es ja mit B-Zell. Im Schatten, B-Zell heißt im Schatten. Und wir schauen im Wörterbuch nach, kannst du jetzt gerne nachschauen, dasselbe Wort hast du auch Zwiebel. Fränkisch Zwiebel. Der Franke sagt Zwiebel. B-Zell. Zwiebel heißt zwei. In Gott. Ja. Zwiebel. Ja. Das sind sieben Schichten. Jetzt wirst du immer boah. Alles, die ganzen, das verknüpft sich. Du kannst alles verknüpfen mit der Vatersprache. Du kennst den Hintergrund und ich sage, was ist eigentlich das findende Parameter? Von allen, das bin ich. Aber wenn ich nicht weiß, was ich bin, dass ich ein Gott bin, habe ich ja nicht die Fähigkeiten eines Gottes. Deine meine? Meine. Was ist das? B. B, Z, L. Ach, Z. B, Zellem. B, Zellem heißt im Schatten. Und B, Zell heißt Zwiebel. B, dieser Kopf. Ja, genau. Ja, ist schon viel die kleine, ne? B, Z, L. Ja, du bist sicher, viel kleiner. Nur B, Z, L, Zwiebel, da haben wir sie ja. Nur oberflächlich betrachtet. Die sind schon dabei. Ja, ich weiß. Okay. Siehst du, Peter? So, ja. Und jetzt kannst du dich immer wieder verknüpfen. Und sind immer wieder. Ja, ja, wenn du es nicht schaffst, ich sage jetzt beim Schwimmen besser. Mein Toni ist, wie gesagt, wenn ich immer den Toni nehme, der war hier sein ganzes Leben Bergsteiger. Der war in der Grünau, in der Bergwacht, war der Ausbilder von Extremkrettern und der Rettungswacht. Also wirklich ein Naturbursche. Sein ganzes Leben nur Berg. Bis er an der Udo kommt und dann rennt er. Wobei der nur topfit ist, das ist so Anfang 60. Aber was hier der große Hammer ist, dass er hier, wo er immer wieder sagt, auch dasselbe, der seit jetzt 2-3 Jahren von morgens bis abends nur Sinn setzen und Wörter bringen. Das ist Wahnsinn. Wenn du das Prinzip einmal hast. Vor allen Dingen, das ist chronologisch. Wenn du das jetzt einmal hast, dass du die vor allem mit anderen Wörterbüchern arbeitest und du spielst nur, was immer auch mal im Deutsch-Hebräischen und du machst die Radixen und du schaust, was hast du das eigentlich und du merkst so einen tiefen, unendlich tiefen Sinn. Was haben wir denn da schon? Schau, dass du zum Beispiel hier von Schrecken überwältigt werden.
Das heißt Beet, das heißt in der Zeit. In der Zeit. Mhm. Schrecken wiederum, Schinner, meine logisch-rationalen Ecken. Jetzt merkst du, in was für eine Facette fokussiere ich mich rein? In was für ein Face, in was für eine Facette? Drum steht F immer zuerst einmal für eine Facette. Mhm. Krankhafte Angst, Phobie. In der Zeit. Okay. In der Zeit heißt zuerst einmal, das heißt praktisch hier der Bolore-augenblickliche Erscheinung, das ist in der Zeit. Und jetzt wirst du merken, auch mit Haar, wo ich euch gesagt habe, HR ist das einmal der Berg im erwachten Geist. Ja. Dann Haare ist dann schwanger sein, auch was empfangen. Ich hab Bekannte, die heißen Haarenberg, die haben ganz viele Kinder. Haarenberg. Schau mal. Glaser. Warte. Glaser. Ja. E-Mail ist ja E-Mail. E-Mail. Das ja. E-Mail ist ja auch E-Mail, ist eine Verglasung, eine Glasschicht, okay. Glaserei. Es gibt jetzt schau einfach nur. Es gegeben, es ist der Vorsilbe. Das ist unser Gack. Das ist doch, aber das ist doch vor dir ein gläsernes Meer. Gack, ich mache nochmal, pass auf, wir gehen nochmal weiter. Gack ist zum ersten Mal das Dach. Das Dach. Jetzt kannst du zuerst einmal das Dach, das Ausgedachte, wie ich das nenne. Dach, Gack schreibt sich 3-3, kann ich 33 lesen, kriege ich Gall. Ich will aber mal einen Schritt weiter, kriege ich Gall, das geistige Licht. Die Welle und die Haufe, die aufgeschmissen wird. Ja. Okay? Dieses Dach nennen wir auf Deutsch Giebel. Giebel. Die Radix GBL. Heißt unter anderem Gegend. Ja, Gegend. Jetzt denkst du dir ein Dach. Moment, ich lege einen drauf. Jetzt schaust du mal das Dach an. Dann wirst du feststellen, dass dieses Dach ja viele Facetten, dieses Eck hat viele Facetten von Ziegel. Mhm. Was heißt Ziegel? Das hast du mal das deutsche Wort Ziegel, die Geburt Gottes von Wellen. Ziegel. Dasselbe Wort im Hebräischen heißt es übrigens, jetzt kein Witz, Leben. Ja, Backstein. LBN heißt zum einen Leben, LBN heißt weiß, Leben heißt auch Ziegel und Backstein. Auch Backstein. Ziegeln werden sie Ziegeln. In Babylon mussten immer Ziegel bauen. Ziegeln werden sich Ziegeln, übersetzt das wird. Aber interessant, das Wort Backstein. Backstein. Jetzt machen wir das Backstein wieder hebräisch. Back, Bekaf. Heißt in dir, ist es die eine, seine raumzeitige Erscheinung ein und es sind die Geburten Gottes als Welle. Merkst du, dass die Bilder, wenn du die Worte im Hintergrund hast, wie ich dir sage, am Anfang war das Wort, dass die Bilder aus Worten bestehen. Und du brauchst Deutsch und Hebräisch. Und das ist jetzt in allen, wo ich immer wieder Deutsch in allen Sprachen heißt, die Geliebten Gottes. David, die Davidischen, die Geliebten Gottes, weil die deuten, weil die bewusst deuten und erklären können. Ich spreche ein deutliches Deutsch. Das Hebräische ist die Grundlage zum Infotainment mit Deutsch. Die zwei Hauptsprachen, die fangen an zu reden, alles andere ist Abfall. Gegen der Sprachwissenschaft. Und so lückenlos, wie das ineinander greift, wenn du die Metallik und immer noch einer sagt, das ist Zufall. Die menschliche Sprache ist auch zufällig aus unartikulierten Tierlauten. Wenn das dir ein Professor der Linguistik und Sprachwissenschaft erklärt und das Hebräische hat überhaupt nichts zu tun mit dem Deutschen, weil Hebräisch ein semitischer Sprachstamm ist und Deutsch ist eine indogermanische Sprache. Die indogermanischen Sprachen, die stammen wir dir wieder erklären vom Sanskrit ab. Das ist hochinteressant, wenn du sagst, du blabberst jetzt. Indogermanisch stammt von Sanskrit ab. Okay, dann frage ich dich jetzt, wieso nennst du das dann Indogermanisch? Das ist kein Witz. Du lernst als Sprachwissenschaftler, dass die Sprache, indogermanische Sprachen, dass das hier, zum Beispiel Griechisch, Lateinisch, Deutsch und so weiter, dass die Grundwurzel ist das Sanskrit. Ich sage, warum heißt es dann nicht Indo-Sanskrit-Sprachen, sondern indogermanische Sprache? Wobei übrigens das Wort Germanicus, Germanus. Germanus ist das dann mal hier von denselben Eltern abstammend. Brüder, die Brüder und so weiter und so weiter und so weiter. Lass mal erstmal unten, erstmal draußen. Draußen. Ja. Das ist ja richtig, welche Übersetzung du nimmst, aber ihr kennt das klassische Lied mehr oder weniger genau. Die 64 Hexagramme haben einen Namen. Und wir machen jetzt nur mal, wir greifen mal wild rein. Ich zitiere das jetzt in Mandarin-Chinesisch. Es gibt ja andere Chinesisch, Kantonesisch und so. Also machen wir mal ganz einfach. Und ich mache jetzt hier willkürlich was raus, wo ich ganz zeige, weil es total. Du weißt, ihr kennt das in meinem chinesischen Buch. Das zuerst einmal, wir sagen mal rein zufällig, wir haben, das Shin ist ja das 21. Zeichen. Okay? Schauen wir doch einfach spaßhalber mal nach, wie das 21. Hexagramm heißt. Weißt du, wie das 21. Hexagramm heißt auf Mandarin?
kann das gerne auf Ding zeigen, das heißt das da mal Qi-Nan. Und das heißt auf Mandarin das Nagen, das Abnagen. Shin, der Zahn. Ich mache jetzt, ich könnte jetzt weiter reinlesen, wenn ich dir erkläre, was das bedeutet. Was du merken, es ist die Symbolik des Shin. Oder wir machen 8. Was ist 8? Chat. Ich nenne das immer auch die Kollektion. Okay? Das Hexagramm Nummer 8 symbolisiert das Zusammenfassen, das Gruppieren von etwas. Wir können jetzt alle Zeichen durchmachen und du wirst feststellen, zumindest diese ersten 22 Hexagramme, dass jedes Charakter von einem Hexagramm genau den Charakter ist, wo ich dir der Symbolik dieses Buchstaben, hebräischen Buchstabenzeichens zuordne. Habe ich mal gemacht, ja. Das ist, nein, das geht mit ein. Das ist alles, das ist so. Dass du merkst, dass da mal eine Zahl ist, dass eine Qualität, nicht nur eine Quantität. Und das ist auch hier bei den Buchstaben. Und ob du das jetzt als 4, 40, 400 lesen wirst. Ich sage immer eine höhere Ebene. Was ist 4? Der 4er Charakter heißt öffnen. Das ist ganz abstrakt, die Chiffre-Ebene. Denkt euch einmal eine Finsternis, ihr schlaft ohne zu träumen, was es ja eigentlich nicht gibt. Und plötzlich wirst du wach. Das heißt, es öffnet sich dir. Denkt, es ist wie wenn man einen Spot auf eine Bühne richtet, an so einen Lichtspot. Es öffnet sich in dir was. Dieses 4 symbolisiert rein den Vorgang des Öffnens. In dem Moment, wo sich was in dir öffnet, ich sage mal, wenn du an Lichtspot denkst, fließt ein Lichtkegel auseinander. Okay? Das heißt, es fließt was auseinander. Fließen. Da steckt schon das Fliese mit drin. Eine Fliese ist doch eine Quadratfläche. Das Wort Quadrat bezieht sich nicht, dass das viereckig sein muss, auch ein Punkt. Ein großer Kreis ist eine Quadratfläche. Quadrat bezieht sich nicht auf das Viereck, sondern einfach auf die Fläche. Das ist, fließt auseinander. In der Wort Fläche, wenn du die Bündchen wegmachst, hast du schon die F-Lache. Flach, die Fläche, Flache. Lache wiederum, El-Chat, die Feuchtigkeit, die Lebensfrische. Lach, gespiegelt, Koll, das Weltliche. Immer wieder die Zweierradigsten. Bar, haben wir gesagt, außen. Gespiegelt, RB ist Überbegriff Vielheit, Menge. Okay, ab ist einmal 1, 2, hast du auch aufblühen. 2, 1 heißt definitiv das Kommen. Es kommt etwas, ein Gedanke kommt in dir. Du wirst irgendwann ein Gefühl und dann musst du, wenn du es nicht gleich hast, musst du halt eben beweglich werden. Und jetzt kommt die Schöne, wo ich dir sage, wenn du mit deiner jetzigen Logik was nicht verknüpfen kannst, dann nehme dir die Freiheit, erfind einfach eine Logik, mit der du es dann verknüpfen kannst. Dann bist du schöpferisch. Du darfst alles. Den Einzigen, dem das logisch erscheinen muss, bist du. Aber ich sage, was nicht passieren darf, dass deine Logik eine schon bestehende aushebelt. Das ist immer die große Kunst, dass alles, was logisch ist bis jetzt, so logisch bleibt, wie es ist. Und wenn deine Logik nicht reicht, musst du halt noch eine Regel dazu erfinden. Und darum ist immer wieder, dass ich die Perspektivensystem, du wirst von mir nie hören, dass irgendeiner nicht recht hat. Du wirst immer mehr erkennen, dass das, was ich widerspricht, nur die zwei Seiten ein und desselben Phänomen sind. Das ist die Vollkommenheit. Solange du jetzt meinst, wenn sich was widerspricht, kann ja nur ein Stimmen, ist schon, du wirst immer dich selber in die Unheiligkeit führen. Und das ist immer so der Standardsatz. Mal ehrlich, wieso bist du so blöd, wenn ich dir unendlich viele Glaubensmöglichkeiten einspiele, die sich oft widersprechen? Wieso zerbrickst du dir den Kopf, welches von diesen vielen Möglichkeiten du nehmen, welchen Glauben du nehmen sollst? Verdammt nochmal, du kannst doch alle haben. Wieso willst du bloß einen? Das musst du auf der Zunge. Wieso quälst du dich? Was nehme ich denn jetzt? Ich schenke dir doch alle Glauben. Wieso willst du bloß einen haben? Das ist richtig, was du sagst. Die Frage aber auch für mich manchmal, wo ich manchmal ein Problem habe, dass ich meine Sichtweise, die ich für mich selbst als stimmig finde, den anderen auf tischen will. Das geht nicht. Und das habe ich erkannt, das kann ich nicht machen. Du hast erst einmal, wenn du die wirkliche Sichtweise hast, hast du einfach nur die Erkenntnis, dass jede Sichtweise, die du noch hättest, die einseitig ist, eine Facette von deiner Sichtweise ist. Und da ich die Dasse bin, werde ich niemals an widersprechen. So. Erinnert euch an das erste hier, so ein Vorwort, wo ich einmal geschrieben habe, das göttliche Geschenk. Wo ich sage, jetzt könnt ihr euch an Udo ausdenken, an UP, an Udo Petscher ausdenken. Und ihr könnt euch welche ausdenken, die sagen, das ist der Christus, die begeistert sind. Und in dem Moment, wo du das machst, müssen zwangsläufig welche da sein, das ist der Teufel.
Und ich werde jetzt nicht sagen, die sagen, ich bin der Christus, die haben recht, und die sagen, ich bin der Teufel, die haben nicht recht. Sondern die einen behaupten, ich bin ein Kreis, und die anderen behaupten, ich bin ein Dreieck, ich behaupte, ich bin der Kegel. Ich bin die ganze Welt. Und wenn du ich bist, siehst du das genauso. Ja. Und wenn man das, wenn man Rauch vor Geist wird, versteht man dann irgendwann die Symbole. Weil ich kriege keine Menschen, die mich lieben, wenn im selben Moment nicht welche auftauchen, die mich hassen. Ja. Bloß, dass ich die, die mich lieben, in meiner Nähe haben. Wie war das noch? Auch wieder, ich zitiere mich selber, gehe nach außen und rufe die zu meinem Hochzeitsmahl. Aber ich sage dir gleich, es wird fast keiner rein wollen, weil denen wird mein Mahl nicht schmecken. Da müssen sie ihren Glauben aufgeben, ihr Ego, ihren Charakter aufgeben. Ja. Ne? Wird immer klarer. Genau. Und das erzeugt, was ich euch sage, nicht das Gefühl, dass wir jetzt was besser sind. Wir, wer ist oder was wir? Was ist besser? Ich erkläre dir nicht, dass die Menschen, die hier sitzen, die du dir ausdenkst, besser sind, wie die, die du dir woanders hindenkst. Ich erkläre dir, dass du nichts bist. Und das ist das Bessere. Und was ausgedacht ist, ist was ausgedacht ist. Es ist eine momentane Erscheinung. War das eine Fledermaus? Flattermaus? Nein. Ich habe nur ganz kurz was Schwarzes gesehen. Weil bei mir im Balkon, wir haben viele Fledermäuse zur Zeit. Ich sehe jeden Tag sehe ich 4-5 Fledermäuse jetzt. Bei mir aus der Haustür auf dem Balkon. Bei uns gibt's auch Fledermäuse? Aber sicher. Obwohl du Katzen hast? Alles. Es ist alles da, Andrea. Aber sicher, oder? Das sind ja hässliche Racker, wenn du die machst. Schon mal Fledermaus. Nee, ich hab's eigentlich noch nicht. Nee, ich hab's eigentlich noch nicht. Mein schon. Gott, seit bist du hässlich wieder die Ohren und die Spitze. Ich liebe dich noch mal immer. Hör zu, immer wieder, wenn ich sage, du musst bei mir zuhören. Es ist beim Udo, wenn ich was hässlich tituliere. Oder auch, wenn ich sage, mir gehen ein dreckiges Kebab essen, dann ist das unter köstlich ursprünglich einfach. Für mich ist es eine Qualitätsdarstellung. Ich liebe eh hässliche Tiere. Sind wir gerade und sagt, die muss man lieben. Mein Gott, Pupele, bist du hässlich. Ja, oder wenn das ist außergewöhnlich. Ja? Ah ja, ne. Es gibt ja viele, die großen Ohren und die Schnauze immer, wenn du eine hast. Ne? Die sind so klein. Und die gibt ja Größe, ganz winzig, die wiegen ja fast nichts. Ja. Also wie gesagt, bei uns jetzt, wo ich ja ziemlich in der Stadt in einem Siedlungsgebiet war, kurz einmal bei mir, wir haben zurzeit viele Fledermäuse. Und wo ich ja heute Morgen bei ihr im Garten, wo das ja kleiner klingt, erst diese, ich sagte, Mensch, das sind ja fast keine Vögel. Nicht. Sie sagten, wir haben so viele Vögel. Ich sagte, du musst nochmal bei mir, was ich in der Früh aufstehe. Ich hole die immer, wenn die Vögel wach werden, weil ich immer wirklich nur Licht und Lausch. Das ist so mein innerer Wecker. Und es ist so wirklich rein subjektiv jetzt bei dir heute Morgen das Vogelgezwitscher. 30% von dem, was ich bei mir habe, wenn ich morgen jeden Morgen mache. Also obwohl das eigentlich im ersten Moment meint, du bist ziemlich in der Stadt und weil ich es eigentlich grüner und ich fast keine Vögel habe. Wenn ich jetzt verrückt, das wäre doch schön, gibt es doch keine Vögel. Tauben ohne Ende. Amseln ohne Ende. Im Vorderseiner Darm. Das sind die Rauben. Die Tauben sind nicht die Rauben, weil die Arre. Ey, Fahrer seine Tauben rauben. Nicht rauben, nicht rauben. Im Fahrer seine Tauben sind schwarz. Ich verstehe euch so schlecht. Das liegt an der Strauch. Ich habe irgendwie was ganz anderes. Das ist immer wieder auch der Dialekt. Das ist immer wieder auch der Dialekt. Das ist was Eigenes, was Persönliches. Lass lebe deine Persönlichkeit. Ich kann zu dir wie alles. Und das musst du nicht verleugnen, wenn man es so erschaffen ist. Das ist doch immer wieder nichts ist unnatürlicher, wie einer, der das versucht wegzubringen. Das haben uns die Bayern eigentlich voraus. In Dass ich jetzt ja bei mir, wenn ich wieder den Udo nehme, dass ich das verschiebe, wo meine Frau, wie ich kennengelernt habe, das erste Mal, wenn ich dann
unter Menschenganger bin meines, da hat sie fast nichts verstanden. Und ich sage immer wieder, Dialekt ist was Eigenes und wenn ich jetzt in einem größeren Rahmen spreche und ich will verstanden werden, dann muss ich halt das anpassen ans Hochdeutsche, wobei sich das so verändert, dass meine Frau zum Beispiel sagt, ich höre eigentlich überhaupt nicht mehr, dass du Fränkisch redest. Ich sage das immer, weil das mittlerweile ist das im Ohr. Aber das also hier, ich zu meinem Franken stehe, aber ich habe natürlich mir, wenn ich jetzt so Vortrag halte, dann passe ich das schon an, ich sage mal auf ein verständliches Hochdeutsch, wenn einer zuhört, ist mit Sicherheit nicht, dass man mich nicht versteht, weil ich Fränkisch reden tue, sondern eventuell, weil es zu schnell ist für viele. Aber selbst das haben wir ja, das Thema löst sich irgendwann einmal auf, weil am Anfang des Museums, das ist erfordert, eine Konzentration übrigens, ich verrate jetzt das Geheimnis, ich mache ja nichts ohne Grund. Dass es ganz einfach ist, dass dich das daran hindert, du musst deine Konzentration, wenn du meinen Worten folgst, dass wenn ich langsamer reden, wo fängst du schon in den Pausen an zu interpretieren? Ich lasse dir gar keine Chance, meine Worte zu interpretieren, weil du so deinen Geist brauchst, um mir zu folgen, wenn einer interessiert ist. Und was jetzt immer, was ich eigentlich nicht vermeiden lässt, was ich am Anfang unschön gefunden habe, aber ich habe da keine Lösung gefunden, jeder mal so als einer, der bewusst was macht, das ist bei den ersten Vorträgen diese Riesenhaken. Ich fange eine Geschichte an und plötzlich springe ich und du merkst, wenn du den ganzen Vortrag hörst, kommt dann erst zwei Stunden später das Ende. Aber pass auf, es ist ganz einfach, ich erkläre was. Und ich schaue immer in Köpfe von gewissen Geistern rein und ich weiß jetzt, es fällt ein Wort. Und ich merke jetzt, dass der das Wort, das ich ausspreche, verkehrt, die verkehrte Information bei denen auslöst. Und ich weiß, wenn er das Wort verkehrt interpretiert, kann er die Geschichte nicht verstehen und dann erkläre ich das Wort. Und wenn ich das Wort erkläre, gehe ich praktisch hier in einen Seitenweg rein. Und dann komme ich vom Hundertste ins Tausende und irgendwann komme ich dann doch wieder auf die Geschichte zurück. Und drum, und das kriegt man, wenn man lang die Vorträge hört, kriegt man das mit. Stimmt, jeder, der die hört. Und wenn man es das erste Mal hört, verwirrt es. Aber es ist halt alles ein Akt von Geduld und Neugier. Will ich verstehen? Und das ist ein Spiel. Und da hat da jeder seine eigenen Facetten, jeder seine Erfahrungen. Aber was überein steht, einmal hören, einmal lesen, das habe ich schon gelesen, das kannst du vergessen. Es ist immer wieder neu, ne? Immer wieder. Hörst du Vorträge, denkst, das kann nicht sein. Was jetzt erleben, wenn ich jetzt so wie Liliane, was wir uns ausdenken, die hat als erste schon so 97, 98, wo ich das erste Mal am Bodensee war, hat die immer ihren Walkman damals hin, Kassetten aufgemacht bei der Mutter oder bei sich, was auch so kleiner Rahmen bloß war, und wo dann manche Kassetten, wo ich heute noch welche habe, Mensch, ich habe von der Liliane so eine Kassette gekriegt, da hast du 97 gesprochen da in deinem Wohnzimmer, und die sagen, das ist der Hammer. Jetzt, nach dem Studium, dieser fast 30 Bände, wenn wir das wirklich verfolgt haben, über 15 Jahre, die sagen, du hast damals alles schon gesagt. Du hast es damals schon alles gesagt. Das wird so eine andere Welt nicht verstehen. Was ich sage, was ich mir denke. Und ich merke auch, wie viel ankommt. Und das Eigentliche ist, dass ich ganz einfach in Deutsch rede. Weil mit dem Redo jetzt, ich kann es euch nur anrufen, nimm den Weckruf. Lies einfach im Weckruf, du weißt, man, das sagt ja immer dasselbe. Ich sag so seit 15 Jahren seit ich gesprochen dasselbe. Die Schwierigkeit ist, ihr versteht ja die einfachsten Worte nicht. Das immer wieder, was ist da zwischen euch? Das ist diese materialistische Interpretation. Nicht so unendlich stark. Man will nicht akzeptieren, dass man der Einzige ist, dass da außen nichts ist. Was ist außen? Was ist jetzt München? Was ist Nürnberg? Was ist Worte? Hier und jetzt meine Information von dem Geist, auch egal an wen ich jetzt denke, wen ich anschaue, es ist immer nur ständig flackernde Informationen, die ich mir anschaue. Wer ist der Ich, der schaut? Aus welcher Perspektive? Es ist unendlich gleichgültig. Es ist nur das Ich, ist unpersönlich. Das rote Ich bin, ist unpersönlich. Denk wieder an unseren Videobeamer. Das ist das Licht im Projektor. Egal welche DVD ich reinschiebe, egal welchen Film an welcher Stelle ich anschaue. Die Quelle des Ich ist immer dasselbe Ich. Und erst durch Aufschlüsseln, durch Zerteilen, durch Schattenwerfen entsteht Leben, entsteht Vielheit, was an mir nichts verändert. Aber wenn ich dieses Bewusstsein habe, habe ich ja von nichts mehr Angst. Ich wiederhole nochmal, wenn ich immer bin, was will eine Welle, die in mir aufgeworfen wird, mir anhaben? Kann mich eine Welle, die in mir aufgeworfen hat, mich gesünder machen?
Jetzt reden wir Gedanken, werde ich gesünder, wenn ich an dieses oder jenes denke, oder werde ich kranker, wenn ich an dieses oder jenes denke? Es ändert an mir nichts, ich bin immer dasselbe ich. Und jetzt nochmal, konzentriere dich auf dich. Was hat sich verändert die letzten 50 Jahre? Dein Körper? Hast du dich verändert oder bloß der Körper, den du dir ausdenkst? Ich sehe doch, dass ich älter geworden bin. Ist es ich älter geworden oder die Figur, die du dir ausdenkst, die du zu sein glaubst? Wie sieht es aus mit dem Geist, der sich irgendeinen Körper ausdenkt, an 20-Jährigen, an 30-Jährigen? Bist du als Ding an sich anders geworden? Und du stehst und sagst, nein. Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, älter zu sein. Das ist so eigenartig. Ich kann jetzt, egal wer ich zu sein glaube, ob ich Helga bin oder ob ich Udo bin, ich sage mal, verdammt nochmal. Das ist jetzt gut, das ist mal relativ in meinem Alter als Udo. Dann bleibe ich jetzt mal bei die 55. Und dass du immer wieder, irgendwann, verdammt nochmal, wenn ich jetzt hier, mit wem war ich jetzt da unterwegs? Pass auf, Film. War ja 4 Jahre bei der Bundeswehr. Und jetzt ist eigenartig, wenn du Bundeswehr hast, hast du irgendwie ein Verhältnis, wenn ich an die Grundausbildung denke, ich mache jetzt das nur als Metapher, wir werden gleich merken, worauf ich hinaus will. Wenn ich jetzt an die Bundeswehr denke und dann ist in dem Moment, denkst du, und auch hier ist nur das Ich, da vergisst du den Körper nicht, sondern da ist jetzt zum Beispiel hier, dein Zugführer ist Oberfeldwebel und der Kompaniechef ist ein Hauptmann. Und wenn du da klein anfängst in der Grundausbildung, dann ist das irgendwie ist so ein eigenartiges Gefühl von Autorität, von was Großem da. Und sobald du in die Grundausbildung dich zurückdenkst, als Beispiel, ist halt der Hauptmann, der Hauptmann, der Hauptfeldwebel, der Kompaniechef, so und so. Ich sitze am Fernseher, zapp rum, es kommt irgendein Film über Grundausbildung. Und dann machen die das, da sind dann die Rekruten, dann ist der Zugführer Oberfeldwebel, dann kommt hier der Kompaniechef. Und jetzt ist es irre, der Zugführer, was dann war. Der Oberfeldwebel ist dann eingeblendet worden, Oberfeldwebel sowieso, Zugführer, 28 Jahre alt. Und das ist dann irgendwie, bist du in dem Moment, wenn du an die Grundausbildung denkst, Oberfeldwebel, und dann rechne ich so nach, dann sage ich, verdammt nochmal, wie ich entlassen wurde, war der noch nicht mal auf der Welt. Und bin ich ein alter Sack. Und das, du meinst, es war gestern. Man kennt es, wenn das älter war, kriegt man das irgendwann nochmal. Ja, ja. Und das ist es, ich bleibe sich wirklich gleich. Oder dann, wenn ich jetzt auch unser Zugführer oder zum Kompaniechef, oder auch wenn ich jetzt Oberst oder was sehe hier, Oberst oder Obermajor 42, das ist für mich Bibifax, das ist, wenn ich ihn Michael anschaue, das wird dann irgendwann platzt das auseinander und das ist, dass du wirklich Reife, immer wieder, was ich sage, erst ab einem gewissen Alter kannst du anfangen, dich mit Geist wirklich zu beschäftigen. Und das kannst du mit 25, 30 auch, aber du hast dein Leben noch nicht gelebt. Ja. Da ist noch so viel Welt drin. Ja. Es ist auch mit dem Fortgehen, du willst unter Leuten, schau, was machen die Leute auch, ob die älter sind, dann sind die nicht mit Geist alt worden. Weil sonst wirst du Massenveranstaltungen wirklich meiden, das wird mühselig. Das ist nicht, dass man Angst hat, das ist so. Ja. Es ist nicht, ich sage immer, das ist immer meine Welt. Ja. Ist egal, was es ist, ob das Kirchweihenbier ist, egal was es ist, du kriegst ja selbst durch den Markt, wenn ich gehe, nicht, dass ich jetzt menschenscheu bin. Es ist, es klingt jetzt sehr hart, wenn ich es euch sage, wenn ich spazieren gehe und ich sehe Schafe, dann kann ich mich reinstellen, wie ich eine Riesenfreude empfinde, wenn ich durch den Markt laufe, finde ich das tausendmal unangenehm. Ja. Es sind für mich viel mehr Tiere wie die Schafe. Ja.